Er war wohl die Attraktion des Tages in New York, Sultan Kosen, der längste Mensch der Welt, der nur mit Krücken aufrecht gehen kann. Eine Reise an den Broadway sei sein größter Wunsch gewesen, sagt der 26-jährige Türke. Auch eine Frau will er endlich finden, jetzt, da er bekannt ist. Das sei ihm bislang wegen seiner Größe nicht gelungen. Stolze 2,47 Meter misst der Körper des jungen Türken. Bis zu seinem 10. Lebensjahr wuchs Kosen als ganz normaler Junge auf. Ein Gehirntumor löste dann das schnelle Wachstum aus. Eifersüchtig sei in seiner Familie niemand auf seine Bekanntheit, sagt Kosen. Ich bin stolz darauf, der größte Mensch der Welt zu sein. Ich bin stolz, dass die Leute an mir interessiert sind und dass sie Fotos mit mir machen wollen. Seit vergangener Woche hat Kosen offiziell einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde als größter Mensch der Welt. Stuart Claxton vom Guinness Buch zeigt sich glücklich, dass er Kosen gefunden hat. Wir haben von einem sehr großen Basketballspieler in der Türkei gehört und als wir ihn dann vermessen haben, kam heraus, dass er noch viel größer ist, als wir anfangs gedacht hatten. Wir waren völlig überrascht, dass er tatsächlich der größte Mensch der Welt ist. Er kam vollkommen aus dem Nichts heraus. Die Urkunde nimmt Sultan Kosen jetzt stolz mit nach Hause in die Türkei zu seiner Familie. Von seiner ersten Reise in die USA ist er begeistert. Auch Deutschland will er demnächst einen Besuch abstatten.